sind teilweise schon spannende Hotels, in denen man dann irgendwie immer unterkommt, wenn man in irgendwelchen kleinen Dörfern hier in Mexiko unterwegs ist. Das hier, wo wir jetzt sind, ist irgendwie in einem Fitnessstudio integriert. Ich guck mal, können wir hier die Lichter machen? Ah ja. ja. Gut. Hui, ein paar Hunde schlafen hier auch noch irgendwie anscheinend. Ich drücke jetzt die Sachen runter, pack die Fahrräder und dann düsen wir gleich los. Bukt Zotz heißt dieses wunderbar kleine Dörfchen, in dem wir heute übernachtet haben. Und das scheint sehr wahrscheinlich ein Maya-Name zu sein. Hört sich zumindest sehr danach an. Und heute ist unser Ziel die Stadt Izamal. Und auch das ist eine alte Maya-Stadt, in der sogar noch eine große Pyramide steht, mitten in der Stadt. Die werden wir uns dann auf jeden Fall heute noch angucken. Und da wir auf dem Weg heute wirklich durch viele kleine Dörfer fahren tatsächlich, und das höchstwahrscheinlich alles kleine Maya-Dörfer sein werden, dachten wir, nehmen wir euch mal wieder mit auf einen Tag auf unserer Fahrradweltreise. Hatten wir lange nicht mehr das Format. Schreibt direkt bitte gerne mal in die Kommentare, ob ihr davon mehr haben wollt, ob euch das Format gefällt. Und dann sehen wir mal weiter, wie wir in Zukunft das regeln mit den Videos. Okay, wir sind aus der Stadt rausgefahren und ja, befinden uns jetzt auf dem Land. Und man muss ganz ehrlich sagen, so landschaftstechnisch hat Yucatan nicht wirklich viel zu bieten. In meinen Augen ist es halt flach, okay, was fürs Radfahren schon mal ganz gut ist. Radfahren und besonders Radfahren mit Anhänger, absolut, da will ich mich gar nicht beschweren. Aber ansonsten, ja gut, es ist grün, was auch schön ist, aber es ist halt flach und einfach nur Büsche und Bäume. Nicht so was Besonderes, was meinst du? Ja, das ist manchmal, oder beziehungsweise jetzt ist sowieso, wir meistens absolvieren wir oder versuchen wir die Strecke in einem Stück zu absolvieren und sind manchmal 30 oder 40 Kilometer, die man irgendwie an einem Stück fährt, ohne Pause zu machen, und dann siehst du diese lange Straße und rechts und links ganz ein bisschen was grün, aber sonst nicht so was Besonderes und schon langweilig. Genau, ne? Nur die Pedalen drehen und denken, dass man irgendwie ja, pünktlich ankommt, bevor Kira aufwacht. Aber heute haben wir ja, wie gesagt, ein paar richtig coole Dörfer vor uns. Das wird mit Sicherheit spannend, also lass uns mal sehen, was wir zu sehen bekommen. Den meisten von euch ist die Maya-Kultur wahrscheinlich nur als große Hochkultur vor ja, 1.500, 2.000 Jahren bekannt. Durch die Pyramiden, die sie gebaut haben, die Mathematik und Astronomie, die sie betrieben haben und insbesondere halt auch den Maya-Kalender, der ja, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren das Ende der Welt vorhergesagt haben soll, aber das war halt nur der Ende eines Zyklus. Was die meisten allerdings nicht wissen und was ich eigentlich auch nicht so richtig wusste, bevor ich hier nach Mexiko gekommen bin, dass nach wie vor die Maya noch existieren. Zum jetzigen Zeitpunkt leben ungefähr 6 Millionen Maya, insbesondere in Mexiko, Guatemala, Belize und zum Teil auch noch in El Salvador und Honduras. Und was noch viel interessanter ist, finde ich, dass die Maya-Sprache auch noch existiert. Und zwar nicht nur eine, sondern es gibt
immer noch über 70 unterschiedliche Maya-Sprachen. Und den Ursprung hat die Sprache vor ungefähr 5000 Jahren. Und hier auf der Yucatan-Halbinsel in Mexiko wird Yucatec-Maya gesprochen. Immerhin noch von über 900.000 Menschen. Und tatsächlich habe ich auch ein bisschen probiert. Ein paar Wörter, ein paar kleine Phrasen auswendig gelernt. Und jetzt können wir mal gucken, ob die Leute mich verstehen. Mal sehen, ob wir hier jemanden treffen. Das ist das nächste Dorf, in dem wir jetzt angekommen sind. Maschkawali. Maschkawali. Bin mir noch unsicher, ob ich verstanden werde. Hast du gerade Maschkawali gesagt? Ja, nee. Ah ja. Nicht so viel los hier heute Morgen in diesem Dorf. Maschkawali. Buenos dias. Maschkawali. Guten Tag. Maschkawali. Gut, gut. Gut. Durch Kabin. Durch Kabin. Gut. Da bin ich auch mal. Miguel. Ich aba es en Porfirio. Es, como? Ich aba Porfirio. Acaba Miguel? Sí. Ah. Es una pueblo maya, ¿verdad? Sí, Tsonkawich, de la... ¿Cómo se llama ese pueblo? Tsonkawich. ¿Tsonkawich? Ah. Tsonkawich. Sí. Y actualmente estoy tomando un video. Ah, video. Sí, para YouTube. Ándale. Morning. ¿Puedo hablar un poco en maya y tomo un video? Ah, ¿está sí. bien? A los compañeros. Habla sí. maya, sí. ¿Puedo? Un poco. Ya ya tales, oye. Ya ya tales. Mis un tank y le voy banda. Casi mato tal, maco, ves este eso. Un piti tank y le. Maso tal, voy banda. Mac a holo bi. Tú ya tales. Tú ya cajales. ¿Dónde voy? ¿Voy a ganar un cabuchilón? ¿Tankme ya? ¿Tankme base, meditor? Hola, preciosa. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Super. Es perfecto, perfecto. Muchas gracias. ¿De dónde vienen a ti? Yo soy rusa. Mi esposo alemán. Nuestra hija mexicana. Ah, mexicana. Sí, sí. Ella es mexicana. Mira, ella paró mi carro. Sí, ella quiere irse. Sí. ¿Y a dónde van ahorita? Izamal. Sí, verdad. 30 kilómetros de acá. Sí, sí, más o menos, sí, es perfecto para hoy. ¿Ya viste, bebé? ¿Ah, vas así? Chabela no aguantaría viajar así. Lo bueno es que ustedes entienden un poco del maya. Un poco, sí. Un poco, solo un poco. Voy a aprender. ¿Vas a aprender? Sí, quiero aprender. Mi primera aprender... español. Español. Sí, también para mí. Pero sí. También en lengua, la de ustedes, la de ruso, está genial, está padre. ¿Está padre? Sí, o sea, es bonito. Bonito. Uh-huh. Bonito. Sí. Por sí. ¿Con el bebé habla español o sí. habla maya? Español, todavía español. No ha empezado a hablar. Apenas. Apenas. Dice algunas cositas. Dice cositas, sí. Agua. Mamá, papá está no bien, dice. Está bien, no dice, no se vale, puro mamá, mamá. Mamá dices, ¿verdad?
Sí, mamá. Apenas está empezando. ¿Cuántos años tiene? ¿O cuántos años? Uno y un mes, señor. ¿Y ella cómo se llama? Kira. Kira. Kira, sí. Hola, Kira. Ya quiere irse, vamos, dice. Sí, quiero. Sí, creo que nos vamos. Sí. Muchas gracias, amigo. De nada, que tenga buen mucho viaje. Mucho gusto. Hasta luego. Bonita día. Gracias. Aquí hay muchas curvas. ¿Muchas curvas? Sí. Muy cerrado. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Sehr, sehr cool. Aber meine Maya-Skills rausgehauen. Ich glaube tatsächlich, ja, das passt schon. So ein bisschen haben sie mich schon verstanden, was ich sagen wollte. Mehr oder weniger. Hast du überhaupt gelernt? Wie geht's dir? Und wie heißt du so und so? Ja, genau. Bashkawali ist Hallo. Bishak Abba ist, wie heißt du? Enk Abba E Michel ist, ich heiße Michel. Und Nebu Ula heißt Danke, aber das haben sie irgendwie gar nicht verstanden. Das muss ich nochmal nachgucken, aber wie gesagt, es gibt halt über 70 unterschiedliche Maya-Sprachen und auch hier, obwohl die Leute hier Yucatec-Maya sprechen, gibt es dazu natürlich auch nochmal Dialekte. So Yucatec-Maya ist halt eine ganz normale Sprache, so wie Deutsch zum Beispiel eine Sprache ist. Und auch im Deutschen gibt es ja Dialekte. Und so gibt es dann halt in Yucatec-Maya auch zusätzlich nochmal Dialekte. Ist auf jeden Fall wirklich mega spannend, finde ich. Mir war das so echt gar nicht bewusst, dass diese Sprache halt noch so intensiv gesprochen wird. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, in Zukunft da, solange wir hier noch auf der Yucatec-Halbinsel sind, noch ein bisschen mehr zu lernen, um einfach noch ein bisschen besser mit den Leuten kommunizieren zu können. Weil gut, Spanisch sind wir auch noch am Lernen, ist auch noch nicht perfekt, bei Weitem nicht. Aber wenn man dann wirklich so in der Local Language mit den Leuten sprechen kann, oder sie zumindest so ein, zwei Wörter, ein, zwei Sätze, das bricht das Eis, absolut. Hat man jetzt auch gerade eben schon gemerkt, die sind dann da sofort... Ja, Kira war auch so ein bisschen Eisbrecher, muss man schon sagen. Vielleicht beides, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall die ganze Familie dann rausgekommen. Hat Kira doch begutachtet. Richtig gut. Super. Okay. Weiter geht's. Wieder im grünen Weiden- und Dschungelland. Aber es ist eine ganz coole Straße heute. Heute Morgen ganz bisschen auf dem Highway gefahren. 2 Kilometer oder sowas, aber da war auch überhaupt gar kein Verkehr. Und hier jetzt wirklich so eine richtig kleine Straße. Ich glaube, ein paar Motorräder sind uns heute entgegengekommen, oder? Sonst noch nichts. Kleines Dörfchen, eine großen Hacienda, so ein altes Haus von reichen Leuten, kann man so sagen. Aber sonst scheint hier auch wieder nicht so viel los zu sein. Mal gucken, Izamal, unser Ziel für heute, noch ungefähr 15 Kilometer und davor auf jeden Fall noch ein weiteres, etwas größeres Dorf. Gucken wir mal, jetzt kommen wir auf jeden Fall wieder auf eine größere Straße. Thank you.
Cay de Venegas. Oh, so sieht ein kleines Dorf in Mexiko aus, in Yucatan. Pascuali. Ja, schon so eine traditionelle Hütte, kann man schon sagen. Wow. Sieht schon gut aus. Pascuali. Casa de Maya? Casa de Maya. Ein Haus der Mayas mit diesen... Das ist eigentlich so wie die Cabañas. In sowas haben wir auch schon übernachtet. Also die Holzpfähle quasi bilden so die Wand. Obendrauf ist so eine Art Stroh, so ein ganz besonderes Gras. Und hier haben die jetzt zusätzlich noch irgendwie so eine Art Dachpappe oder sowas drauf gemacht. Das ist nicht so ganz traditionell Maya. Aber vom Ding her, ja, in solchen Hütten leben die hier. Oder haben gelebt, sagt man mal eher, ja. Ab und an sieht man noch mal welche, auch in den größeren Städten. Mehr so dann irgendwie als Wahrzeichen oder als Erinnerung oder so an das alte Leben. Wobei in den kleinen Dörfern, also wirklich in den kleinen Dörfern, da sieht man teilweise wirklich noch viele von diesen Hütten, wo die Leute wirklich auch noch drinnen leben. War jetzt heute eher nicht so, das waren doch irgendwie etwas modernere Dörfer, Städte, würde ich sagen. Das ist jetzt das erste Maya-Haus, was wir sehen. Casa de Maya. Pascuali. Utsil. Bish ak aba. In Aba e Miguel. Yum Buti. Ja, super. Das ist witzig, die freuen sich. Pascuali. Hola. Oh, noch eine Maya heute. Noch 1-2 Kilometer, dann sollten wir es geschafft haben. Dann kommen wir in Izamal an. Hier sind jetzt schon die obligatorischen Geschwindigkeitsbegrenzer, die vor jeder Stadt sind. Super. Ah ja, da vorne ist auch das Ortsschild. Sehr, sehr schön. Hat auf jeden Fall ganz gut geklappt, würde ich sagen. Pascuali. Sehr gut, die Leute freuen sich. Hier Izamal am Start. Wunderbar. Ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen später geworden schon. Ist jetzt vielleicht schon 11:30. Mussten halt ein bisschen länger fahren, weil es doch ganz gut ein paar Kilometer waren heute. So 42 haben wir jetzt auf dem Tacho. Da waren zum Glück die Wolken wirklich auf unserer Seite. Das hatten wir auch vorher im Wetterbericht schon gesehen, dass es gegen Mittag dann bewölkt werden soll. Von daher klappt das mit der Hitze. Das war gut so, haben wir ja ein bisschen Glück gehabt, muss man schon sagen. Und ist jetzt halt auch so spät, weil wir natürlich zwischendurch schon ein bisschen was gefilmt haben jetzt. Und wir auch noch 1-2 oder 3 Pausen, glaube ich, insgesamt machen mussten mit Kira. Jeweils eine halbe Stunde oder so. Bisschen stillen, bisschen spielen, bisschen singen, bisschen erzählen, bisschen beruhigen und sich schaukeln, dass sie einschläft und dann wieder in den Wagen. Jetzt liegt sie da hinten aber wieder gemütlich. Alles gut, kein Problem. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach einem Hotel. Und danach erkunden wir die Stadt. Woo.
das sieht doch ganz gut aus. Was haben wir hier? Chip. Oh. Balzma. Der Duschkopf sieht ja spannend aus. Geil. Selbst gebaut. Ganz viele Löcher drin. Genial. Man muss sich nur zu helfen wissen. Bin ich mal gespannt, was wir dafür zahlen. Was zahlen wir dafür? 400? 400, ungefähr 17 Euro. Oh, ist okay. Sogar mit Pool, aber ist selbstverständlich kein Wasser drin. Wir gehen natürlich erst später in die Stadt, wenn es wieder ein bisschen abgekühlt ist. Ich weiß gar nicht, vielleicht gegen 5 oder sowas. Können wir auch oben auf die Pyramide raufklettern, uns den Sonnenuntergang angucken. Jetzt ist es einfach super heiß, aber ich muss einmal kurz los Wasser kaufen und was zu Mittag. Gucken, ob ich irgendwo einen kleinen Laden finde. Wie geht das? Hier ist ein kleiner Laden. Oh ja, ein sehr kleiner. Hola, buenas tardes. Gucken, hier gibt es ein bisschen was. Dos aguas. Sí, muy bien. ¿Es todo? Eso es todo. 73. ¿Hablas maya? Sí, lo entendemos. Nishkumanukin. Bashkawali. Bashkawali, ¿qué dices? Nishkumanukin, ¿cómo estás? Itzul. Otzil. Otzil. Bien. Ajá. Otzil. Sí, ¿verdad? Sí. Quiero aprender maya. Es un idioma muy interesante. Sí. Creo que. Sí. Dios Botic. Dios Botic. Ajá. Dios Botic. Gracias. Dios Botic. Perfecto. Sí. Buen día, se dice. Maloquín. Maloquín. Buen día. Ah, buen día. Buen día. De noche dice malo acá es buenas noches. Malo ¿cómo? Malo acá. Malo acá. 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 Malo acá. Ah. Buenas noches. Buenas noches. Yum butik. Yum butik. Dios se lo pague. Dios tú. Pero también dice Jung Botic. Dios te lo pague. Sí. Dios te lo pague. Muchas gracias. Bonita día. Hasta luego. Ah, sí. Una pregunta más. ¿Dónde puedo comprar las tortillas? Aquí un poquito más, sobre una cuadra, a la izquierda. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Para 10 pesos, por favor. Muchas gracias. Genug Maya gelernt. Ich habe Hunger. Lass uns zusehen, dass wir zurück ins Hotel kommen. Was essen. Dann ein bisschen Pause machen. Ein bisschen Mittagsstunde mit Kira. Ein bisschen chillen. Ein bisschen Video schneiden, denke ich höchstwahrscheinlich. Und ich erzähle auch nochmal, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, dass hier super viele Häuser gelb sind. Dieser Mai wird auch gelbe Stadt genannt. Warum das so ist, weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Finden wir aber raus und dann erzählen wir das nachher. Und es gibt Tortillas. Michael war gerade einkaufen, hat ein paar Sachen besorgt. Ich habe jetzt Gemüse geschnibbelt und davor haben wir beide geduscht. Hat richtig, richtig gut. Ja, die Dusche musste auf jeden Fall vorher noch sein. Ja, aber die Dusche, hast du gezeigt, die Dusche? Ja, habe ich gezeigt, ja, wunderbar. Auf jeden Fall so ein Ingenieurwesen, aber es funktioniert, gibt es heißes Wasser und kaltes. Wunderbar, genau, und was haben wir? Wir haben Tacos, das sind solche, oder beziehungsweise, genau, wir haben Tortillas, aus denen bauen wir Tacos. Das sind Tortillas, das ist 100% Mais
Und Mexiko ist halt auch eins der wenigen Länder der Welt, wo Mais halt wirklich so ein Grundnahrungsmittel ist. Und ich glaube, das kommt auch von den Maya, oder? Die haben damals auch schon Mais angebaut, ne? Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Dann guten Appetit uns. Wir sehen uns später. Richtig geil. 17 Uhr, wir wollten jetzt eigentlich los, aber zwei Dinge. Und zwar haben wir eben geguckt, was wir uns hier angucken können. Die Sehenswürdigkeiten, die Pyramiden halt vor allem. Eine große Pyramide, auf die man wirklich raufgehen kann, auf der man richtig schöne Aussicht über die gesamte Stadt hat, aber die macht leider um 17 Uhr zu. Wir sind zu spät heute. Und zweitens, es hat gerade wirklich angefangen zu regnen, jetzt hat es gerade wieder aufgehört. Regenradar, Wetter sieht so irgendwie durchwachsen aus irgendwie. Die einen sagen, es hört auf zu regnen, die anderen sagen, es geht weiter. Was wir machen werden, wir werden jetzt uns die Regensachen schnappen, Kira in den Wagen verfrachten mit Regenschutz. Und einfach mal losgehen, ein bisschen gucken, was wir sehen können. Und dann sehen wir irgendwie, wie wir das machen. Auf jeden Fall die Pyramiden werden wir morgen früh noch machen. Das schneiden wir dann irgendwie entweder direkt in das Video rein oder morgen früh gibt es nochmal dann den zweiten Teil des Videos. Werden wir jetzt sehen. Das ist jetzt das Gute am Videoschnitt. Nächster Morgen. Wir sind bei der Pyramide von Kinichkakmo und sind gerade dabei, nach oben zu gehen. Wir sind hier jetzt eigentlich schon auf der Pyramide, aber hier ist nochmal irgendwie so ein fetter Wald. Also das Teil ist riesig und noch eine Pyramide. Da hinten steht quasi eine Pyramide auf dieser Pyramide. Mega krass. Mega cool ist vor allem, dass das alles kostenlos ist. Man muss gar keinen Eintritt dafür bezahlen. So im Vergleich zu Chichen Itza zum Beispiel, da muss man halt mal eben 20 Euro Eintritt bezahlen. Hier darf man einfach so hochgehen. Vorne macht eine Frau ihren Morgensport, aber ansonsten scheinen wir die Einzigen zu sein. Ja, schon ziemlich cool, ne? Aha. Ich sehe die vor, jeden Morgen seine Laufrunden hier zu machen. Sehr cool. Jetzt hat es aufgehört zu regnen und wir machen einen Spaziergang. Und das Besondere in der Stadt ist, das wird auch eine gelbe Stadt genannt. Und vielleicht, wenn wir ein bisschen länger laufen, wird man das noch mehr sehen. Aber ja, die ganzen Häuser sind hier alle gelb angemalt. Und wir haben recherchiert, warum sie gelb angemalt sind. Und zwar, die Maya glauben, dass hier der Sonnengott lebt. Deswegen malen sie die Häuser gelb an, damit die strahlende Sonnenschein quasi reflektiert wird und dadurch dem Boot noch besser hier geht. Hier im Hintergrund ist jetzt ein Kloster. Boah, das ist echt auch ziemlich groß. Ich weiß gar nicht, ob man da rein kann. Ob man, ja, im Betrieb ist das bestimmt nicht. Man kann sich das wahrscheinlich angucken. Oder vielleicht wird es als Kirche genutzt. Auf jeden Fall auch so gelb angemalt. Sah auch richtig gut aus. Aber war früher halt irgendwie wirklich eine sehr wichtige Stadt in Yucatan. Auch noch zu Zeiten der Spanier, die dann hier halt dieses fette Kloster natürlich hingebaut haben. Das waren nicht die Maya. Ah, sí, claro. Somos de Alemania. Alemania. Sí. Guten Abend. Guten Abend. Maschkawali. Chembe yo. Alles klar. Alles klar. Willkommen. Willkommen. Ich spreche Spanisch. Ich spreche Spanisch. Und Maya Coco. Language. Maya Language. Correcto. Maschkawali. So good. Inkaba. 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 Miguel.
Miguel. Sí, mi nombre es Miguel. Incaba, Incaba. 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 Doble A. Incaba. 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 Pichacaba, ¿cómo te llamas? Incaba, me llamo. Pichacaba. Pichacaba, Incaba. Esa diferente, o sea, diferente pronunciación. Sí. Jumbote es tanque shun. Danke schön. Okay. Gracias. Jumbotik. Botik. 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 Jumbotik. Pay. Pay. Botik is pay. 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 Pagar. Pagar. Jumbotik. God pay you. Sí. Super. Muchas gracias, okay. Amigo. Super. Die Maya-Stunden machen sich bezahlt hier. Das Teil aufsetzen. Ah, muss man hier irgendwie. Ups. Okay. Alright, wow. Amigo, ¿cómo se dice adiós en Maya? Malo. 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 No, so. No malo. 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 Doble O. Malo. Ah. Malo. 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 M-A-A-L-O-O. Malo. 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 Sí. Super. Muchas gracias. Ok, ok. Hasta adiós. Luego. Eine große Ankündigung gibt es noch zu machen, und zwar wird es ab nächster Woche höchstwahrscheinlich irgendwie Mittwoch und Dienstag oder Donnerstag, wissen wir noch nicht so ganz genau, mehrere Videos von uns geben. Und zwar werden wir mit YouTube Shorts anfangen. Das sind so kurze Videos von maximal einer Minute Länge, und da werden wir ein paar schöne Szenen aus unserer bisherigen Reise, so unsere Lieblingsszenen, oder unsere witzige Szenen oder irgendwelche interessante Szenen. Genau, irgendwie sowas in der Richtung werden wir da quasi wiederverwerten und einfach nochmal als Erinnerung dort teilen. Und zusätzlich gibt es, jetzt ist hier gerade eine Kreuzung. Zusätzlich werden wir ab nächster Woche dann nach und nach die Videos aus unserem Online-Kurs hochladen, auf YouTube quasi öffentlich. Einfach um noch ein bisschen mehr Abwechslung reinzubekommen, weil wir denken, dass das vielleicht ganz netter Content ist, und dabei dann halt nach wie vor die Option beibehalten, quasi den Kurs nach dem Prinzip der Gift Economy zu kaufen, wo man dann die Videos halt direkt sofort alle ansehen kann, beziehungsweise auch ohne Werbung, nicht so wie auf YouTube. Und da werden wir dann jede Woche quasi immer ein Video hochladen. Und das wird dann ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, bis wir alle Videos hochgeladen haben, weil wir haben irgendwie so gute 100 Videos im Online-Kurs. Aber so, dass quasi jeder auch die Möglichkeit hat, unser Wissen da dann zu sehen und davon zu lernen, zu profitieren, um seine eigene Radreise perfekt vorzubereiten. So, und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen was zu Abend essen. Wir haben ein ganz cooles Restaurant gefunden, wo es laut Google irgendwie ein paar vegane Alternativen geben soll. Ein bisschen authentisches mexikanisches Essen. Mal gucken, was wir bekommen. Hier gibt es auch den QR-Code. Ja, in Mexiko ist das jetzt so, dass es überall nur noch diese QR-Codes gibt, mit denen man sich dann das Menü einfach einscannt. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland jetzt auch so ist. Könnte ich mir eigentlich gut vorstellen, weil es halt deutlich einfacher, so ein Teil zu reinigen, und jeder guckt sich das Menü auf dem Telefon an, als halt die ganzen Speisekarten zu reinigen, obwohl ich es halt natürlich präferiere, schöne große Papierkarten, auf denen man alles auf einen Blick sehen kann, aber ja, gibt es halt leider nicht mehr. Cooles Haus hier auf jeden Fall, in dem wir sind, huh? Sieht echt ganz nice aus. Und der Ausblick ist auf dem Platz. Super.
Irgendwie so frittierte Tortillas mit unterschiedlichem Gemüse. Und Empanadas auch tatsächlich mit dem Chaya. So gefüllte Teigtaschen, die auch frittiert sind. Jetzt hat es gerade doch angefangen zu regnen, als wir im Restaurant saßen. Und gut, jetzt müssen wir zurück zum Hotel. Nieselt so ein bisschen mehr, also geht noch einigermaßen. Ich denke, das kriegen wir schon ganz gut hin. War auf jeden Fall ein richtig cooler Tag, fand ich. Hat wirklich richtig viel Spaß gebracht, mal wieder so ein bisschen intensiver zu filmen und vor allem auch mit den ganzen Leuten zu sprechen, ein bisschen Maya zu lernen. Die Leute waren. Man hat wirklich gemerkt, dass die Leute sich richtig gefreut haben, dass die wirklich so schon sehr herzlich reagiert haben und wirklich angetan waren. Das war cool. Das war auf jeden Fall auch für uns, denke ich, eine coole neue Erfahrung. So einen Tag mal so sehr intensiv mit den Leuten zu kommunizieren oder es zumindest zu versuchen. Hat eine Menge Spaß gebracht. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Wenn euch das Video auch gefallen hat, bitte einmal einen Daumen nach oben da lassen und schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Video so haltet. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, schön, ciao, dass ihr dabei wart. Ciao. Malu. Tschüss.